Und da bin ich wieder. Willkommen zur dritten Folge Let's Play. Wir hatten uns gerade eine Werkbank gekauft. Entschuldige die Versprecher. Eine Werkbank gekauft. Da draußen schlabbern wieder die Skelette rum. Der ist wieder da oben. Ich sag euch, sobald ich ein Eisenschwert habe, werde ich da rausgehen und den Leuten den Garaus machen. Jetzt möchte ich hier gerade ein Schwert bauen. Hab aber vergessen, wie das funktioniert. Das war eine Spitzhacke. Da brauche ich sowieso eine neue. Ach. Oh, dieser Ton geht mir ja auf den Sack, ey. Na, den mache ich dann ein bisschen leiser. So. Und hier haben wir schon mal ein Holzschwert, falls wir doch mal angegriffen werden, dass wir dann dieses abartige, kaum zu beschreibende, widerliche Monster töten können. Jetzt baue ich mir noch ein kleines Schwert. Ah, ne, ein Schwert habe ich ja schon. Was wollte ich noch bauen? Eine Spitzhacke wollte ich noch bauen. Eine Spitzhacke, weil unsere gibt ja jetzt bald den Geist auf. Ach, da baue ich mir gleich mal zwei Spitzhacken. Und genau. So, noch eine Spitzhacke. Dann baue ich mir gleich mal ein bisschen Werkzeug hier. Baue ich mir noch eine Schippe, damit wir auch ein bisschen Ersatz dann hier am Start haben. Sehr schön. Nein. Ich habe hier noch nicht so die Routine, wie man das vielleicht schon mal merkt. Und noch eine Axt, sehr schön. Und dann baue ich mir noch ein paar Fackeln. Ah, ja, schöne Fackeln. Und die Kohle ist alle. Das heißt, wenn wir das nächste Mal draußen sind, auch wieder ein bisschen Kohle einsammeln. Es ist immer noch dunkel. Oh, ich habe ja zwei Äpfel. Könnte ich schon einen Apfel essen? Da unten rechts ist die Essensanzeige. Diese komischen kleinen Keulen, die ihr da unten seht, über den Inventory-Dingsbums. Und wenn da ein paar Keulen fehlen, dann muss ich mal was essen. Ansonsten, was mache ich denn jetzt? Gehe ich hier mal rüber? Buddel ich mich hier einfach mal rein in diesen Berg? Ja. Ich könnte natürlich auch dieses Ding, was da oben so einen Stress macht, einfach umbringen. Das nervt mich unglaublich. Der ist ja. Kommt er jetzt? Ach, das ist ein Blob. Ist ja süß. Mal gucken, ob wir den töten können. Komm, Blob. Komm, Blob. Dein Geräusch nervt mich. Jetzt kommen die ganzen Blobs hier rein. Ganz viele. Los, kommt. Kommt, ihr nervt mich. Ja, komm. Ah, jetzt ist Ruhe. Endlich Ruhe. Nein. In Minecraft ist nie Ruhe, du Trottel. Wie konnte ich das nur glauben, dass hier Ruhe ist? Und dann werden wir mal hier ein bisschen was abbauen. Solange. Oh, jetzt wird die Hütte aber richtig schick. So gefällt sie mir schon noch besser. So gefällt mir die Hütte noch besser als vorher. War jetzt hier eigentlich gleich die Höhle? Kann mich gar nicht mehr erinnern. Und der Sand ist ja so schön. Sand ist schön. Der Sandmann, der hat ja auch. Oh, es ist draußen schon hell. Ist so geil. Wir können wieder raus. Wir warten mal noch. Diese Geräusche sind so die typischen. Die Monster sterben Geräusche. Wie geil. Hier könnte ich mir ja später gleich eine Treppe runterbauen.
In meine Ver das ist ja gleich meine Versorgungshöhle. Das ist ja eine geile Map. Mit Versorgungshöhle. Ich habe ja auch noch eine andere Welt, wo ich im Prinzip schon ein bisschen weiter bin. Damit ich hier nicht ganz so doof dastehe bei meinen Let's Plays. So, jetzt ist Ruhe draußen. Jetzt könnte man eigentlich wieder rausgehen. Ich werde mal gleich noch schnell eine Fackel in mein Häuschen befestigen. Sehr schön. Ah, das hat sich ja schon sehr verbessert, mein Haus. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Ufo-Mann? Haben Sie jetzt mehr Gehalt? Wieso denn? Weil Ihr Häuschen schon so schön ist. So. So, jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Wir haben jetzt ein Haus mit einer Werkbank drin. Könnte ich die jetzt eigentlich wieder abbauen? Kann man die mehrmals benutzen? Habe ich noch gar nicht probiert. Könnte sein. Was machen wir jetzt? Gegend erkunden oder irgendwie uns es ein bisschen schön machen zu Hause? Also gefällt mir ja wirklich super geil diese Map. Wobei der Ausblick, in meiner anderen Map habe ich irgendwie noch einen besseren Ausblick, aber das ist ja jetzt nur der Start. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich ja auch dann an sein Zuhause. Ach, Kohle, genau. Ich brauchte mehr Kohle. Ich werde mir gleich mal Kohle holen. Kohle, Kohle, Kohle. Genau, Gronkh sagt ja immer. Kohle, Kohle, Kohle. Wie sagt er immer? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Und da sehen wir schon, warum wir uns die neue Spitzhacke gebaut haben. Weil wir nämlich in weiser Voraussicht gewusst haben. Die Frage ist, geht man jetzt noch ein bisschen tiefer in die Höhle rein? Die Gefahr in der Höhle auf Monster zu... Eisen, ich fass es nicht. Ich brauche Eisen, ich muss mir dieses Eisen... Ah. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel spricht. Die Gefahr ist, wenn man in so einer Höhle ist, das ist dunkel. Und diese Monster, die spawnen, das heißt spawnen, wie ich am Anfang erwähnt habe, ich bin ja da an dieser Stelle gespawnt, also erschienen auf der Karte. Und wenn ich sterbe, dann werde ich wieder neu gespawnt und komme ohne Ressourcen im Umkreis von, glaube ich, 100 Blöcken an dem Punkt wieder zu mir, wo ich beim ersten Mal gespawnt bin. Und... diese Monster, die spawnen, das hat mit Licht zu tun, deshalb kommen die auch im Dunkeln. Sobald eine gewisse Dunkelheit ist, werden diese Monster gespawnt. Und deshalb spawnen die, selbst wenn es draußen hell... Ah, da ist er schon. Scheiße. Die mit den Bögen sind ziemlich scheiße. Weil da kann ich jetzt im Moment, ich habe gar keine Waffen weiter. Kann ich gar nichts groß gegen den machen. Nein! Mist. Okay, dann gehe ich erstmal wieder raus. Kohle habe ich erstmal genug. Ja, und die spawnen halt auch im Dunkeln. Und deshalb sind die halt auch in Höhlen. Man kann die jetzt mit Fackeln in... Und der Tag ist schon wieder vorbei. Man kann die zwar mit Fackeln vertreiben. Nee, naja, vertreiben nicht, aber... Ach, ich brauche noch was zu essen. Schaffe ich das noch? Risiko, wir gehen schnell rüber und holen uns noch was Leckeres zu essen. Es sei denn, es sind Schafe, da bekommt man nur Wolle. Es sind Schafe, naja. Dann holen wir uns einfach ein bisschen Wolle, wa? Gib mir Wolle, es wird dunkel. Gib mir Wolle, schnell. Gib mir ein schwarzes Schaf. Hallo, mein Bruder. Ich bin nämlich auch ein schwarzes Schaf. Ich bin ein schwarzes Schaf und töte deshalb alle schwarzen Schafe. Und auch die braunen. Die töte ich, die töte ich, ich töte euch alle. Ich töte euch alle. Ach so, da gibt's jetzt mehrfarbige Wolle, das ist ja auch cool. Na, da kann ich mir ja Sachen basteln. Ich weiß nicht, ob das so ist, dass die alte Map dann auch auf dem alten Level irgendwie spielt, weil ich habe gesehen, es gibt ja auch
Mammuts, keine, oder Hunde auch, aber bei meiner anderen Map bin ich noch nie auf einem Hund getroffen. Und da gibt's auch nur weiße Schafe. Hier gibt's dagegen bunte Schafe. Diese schöne Klaviermusik, die... Nö, des Mittags, die hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass es dunkel wird. Dann werden wir uns noch ein bisschen Holz abbauen. Ich bin der fleißige Holzfäller und hacke Holz mit der Axt. Und wenn du mir das Holz nicht gibst, dann weiß ich, dass du mich nicht magst. Mal ran hier mit dem Holz. Holz, Holz, Holz. Alles mitnehmen. Und da ist Bambus oder Zuckerrohr. Wahrscheinlich eher Bambus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Holz, 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 Holz. Wir spielen jetzt mal hier weiter, bis es Nacht wird. Und dann ist auch die dritte Folge. Dann neigt sich schon dem Ende entgegen. Es macht ja so einen Spaß, Minecraft zu zocken, ist einfach nach GTA 4 und Red Dead Redemption Dingsbums das Beste, was mir im Zockerbereich in letzter Zeit passiert ist. Und ich hätte auch niemals geglaubt, dass ich so ein Spiel mal spielen werde. Wie ich ja schon bei meiner Kanalvorstellung gesagt hatte. Ich habe das ja gesehen und man bekommt ja auch nicht drum rum, dass man sieht, wie die Leute überall Minecraft Let's Plays machen und so. Dann hat so dieser Dr. Allwissend... Ah, ich habe mich verlaufen oder was? Da hinten sind die Kürbisse. Nein! Scheiße, wo bin ich? Wo muss ich hin? Da hinten, da, siehst du? Die Fackel. Und Schwiedermann hat mir mein selbstgebauter Leuchtturm mein Leben gerettet. Also dieses Lehrgeld musste ich in meiner anderen Welt zahlen. Ja, da bin ich doch mehrmals draufgegangen am Anfang. Bis ich mich mit der Orientierung zurechtgefunden habe und bis mir bewusst war, wie wichtig es ist, dass man am Anfang einfach immer in seiner Gegend bleibt. Und umso weiter man sich entwickelt, umso größer und weiter können die Exkursionen werden, die man macht. Ich könnte jetzt natürlich mit meinem ganzen Holz und dann baue ich mir noch eine Tür und ein bisschen Werkzeug. Da könnte ich jetzt dann natürlich aufbrechen. Ich habe ja einen Tag Zeit und könnte dann irgendwo da hinten mir eine kleine Hütte bauen und dann diese Gegend erforschen und so weiter und so fort. Aber das liegt ja alles noch vor uns. Apropos zu essen. Kann man die Kürbisse essen? Das habe ich auch noch nicht rausgekriegt. Man kann die zwar auf den Kopf setzen als Helm, aber ob man die essen kann, das weiß ich noch nicht. Werde ich auch mal probieren. Bis jetzt habe ich immer Steak gegessen und Hähnchen, gebratenes Hähnchen und so eine Sache. Hier mal noch ein bisschen Erde abbauen, falls ich die noch irgendwo brauche zum Bauen. Das sieht ja blöd aus, eigentlich. Wäre das besser, wenn man die hier reinfüllt, anstatt die abzubauen, damit es hier ein bisschen schöner wird. Man möchte doch nicht leben wie der letzte Hund. Man hat doch auch Ansprüche. Ja, man will sich das doch auch schön machen in seiner Minecraft-Welt. Damit man da schön wohnen kann. Ah, hier ist direkt wieder ein Zugang zu einer Höhle. Ist ja auch geil. Höhlen sind sowieso geil. Ich würde mich nicht wundern, wenn da auch gleich wieder Holz ist. Kohle. Achso, das ist unsere Versorgungshöhle. Also das ist ja mal praktisch, dass ich gleich an meinem Wohnort eine Kohlehöhle habe. Und ich dadurch euch in der ersten Nacht auch nicht im Dunkeln lassen musste, sondern gleich eine Fackel bauen konnte. So, dann gehe ich mal zurück in mein kleines Häuschen. Mach da ein kleines Päuschen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder.